Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Karmesin. Wie ihr seht, dort hinten ist Forschungsstation 3. Wir wollen aber hier durch. Und diese Höhle habe ich beim letzten Mal nicht entdeckt. Aber genau hier drinnen soll sich das Pokémon befinden, was ich noch suche. Und was wir auch beim letzten Mal gesucht haben. Zumindest soll es hier auftauchen. Und ich meine, wer kommt denn bitte auf diesen Scheiß, dass hier eine Höhle ist? Kommt doch kein Mensch drauf. Mal schauen, wir wollen's. Da. Hab ich dich. Donnersichel. Wir versuchen es erst wieder mit einem Flopball. Es hätte ja klappen können. Ja. Dafür. Wieso beherrschst du denn bitte schön auch Flammenwurf? Aber egal. Nein. Das wäre jetzt reiner Zufall. Ihr wilden Pokémon, könnt ihr euch mal bitte angewöhnen, wenn ich einen Pokéball werfe, wenn ihr geschwächt seid. Bleibt in diesem verdammten Pokéball drinne. Danke. Aber ist ja nicht das Einzige, was ich haben will. Aber dafür kann ich die 397 abstreichen. 397. Abgestrichen. Perfekt. Zobiris, das ist nicht dein Ernst. Das ist wirkungslos, na danke. Was? Ich habe keine KP mehr, keine Items mehr, was? Hör doch auf! Okay, einmal Donnersichel brauche ich noch. Blendpuder. Sneebel habe ich noch nicht. Siehst du, dann fahre ich dich doch gleich hier. Mm-hmm.
Okay, mit dem Flammenwurf brauche ich hier nicht ankommen. Gut, dann haben wir das auch hinter uns. Dann kann ich die 230 abstreichen. Top. Das war immer ein bisschen zu weit. 230. Abgehakt. Oh, da haben wir Donnersichel. Sogar einen Flug erwischt. Na? Kommst du freiwillig in die Pokéball oder nicht? Nö. Okay, dann willst du den Kampf haben. Nur ein bisschen schwächen. Ein Ball, mit dem sich Pokémon leichter fangen lassen, wenn ihre Art bereits gefangen wurde. Ja, genau. Und diese Art habe ich ja. Aber komischerweise wollen sie da nie drinnen bleiben. Aber ist auch geil zu sehen. Gleiche Art und unterschiedliche Attacken, ne? Perfekt. Genau, das hatte ich ja schon abgestrichen. So. Jetzt suche ich mir mal ein ruhiges Örtchen. Wo ich mal kurz ein bisschen ungestört bin. Natürlich ein Ciana. Wie wäre es, wenn hier mal nach Tara rumrennt? So, ich glaube, hier sollte ich einigermaßen sicher sein. Oder auch nicht. Egal. Momentan kannst du nicht jetzt Punkte. Oh, wirklich, weil ich jetzt hier drinnen bin oder was? Okay, dann gehen wir halt wieder raus. Ja, dich kann ich auch draußen fangen. Du seid hier relativ einfacher zu fangen. Die drei nehmen wir doch mit. Pichuha. Ach, das Wolverock könnte ich mir eigentlich auffangen. Dann hätte ich auch schon mal diese Form. Was für ein geiler Übergang, ne? Kann ich es jetzt nutzen? Nein, weil ich in Zone 0 bin. Okay, dann müssen wir einmal wieder raus. Aber ich habe hier alles, was ich wollte.
Ich habe hier alles, was ich wollte. Aber dafür nehme ich die Items hier noch mit. Vielleicht wird dir das Labor, wo die Zeitmaschine ist, noch mal ganz wichtig. Irgendwann. Tor 0. Lässt sich nicht öffnen, möglicherweise ist es kaputt. Aha. Aber dafür würde sich das öffnen lassen. Sich sicher um, weil ich noch nie nachgucken. Ist hier oben vielleicht irgendwas? Nee. Aber hätte ja sein können, ne? Weil das machen wir definitiv noch in dieser Folge. Das schaffen wir auch noch. Kann ich jetzt das Poképortal wieder nutzen? Ja. Okay. Jetzt brauche ich einmal ganz wichtig. Da, genau. Einmal Linktausch. Der Linktausch ermöglicht es dir, mit deinen Freunden Pokémon zu tauschen. Dafür müsst ihr erst zusammen ein Passwort festlegen. Wenn ihr dieses Passwort bei dir eingebt, solltet ihr einander finden können. Ist deine Internetverbindung auf Offline gestellt, kannst du nur mit Freunden in der Nähe tauschen. Ist sie auf Online gestellt, kannst du auch mit Freunden tauschen, die weiter weg sind. Sobald ihr verbunden seid, leuchten vielleicht manche Pokémon in den Boxen auf. Versucht doch mal, sie mit Freunden zu tauschen. Genau. So. Aber bevor ich das mache, will ich die Pokémon einmal vorbereiten. Und zwar will ich sie alle auf Box 7 verfrachten. Alle, die ich hier doppelt habe. Und nach Tara habe ich ja doch schon gefangen. So. Genau, hier habe ich sie. Ich wollte gerade sagen, hier habe ich doch nicht reingepackt. Brüllschwift gegen Eisenbündel. Ach so, ja. So, und Brüllschweif. Perfekt. Ich glaube, dann sollte ich... Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einer fehlt mir noch. 2, 4... Nee, 6 habe ich. 2, 4, 6, 7 müsste ich haben. Also. Riesenzahn gegen Eisenrad. Brüllschweif gegen Eisenbündel. Wutpilz gegen Eisenhand. Flatterhaar. Dich habe ich, glaube ich, bloß einmal gefangen, ne? Ist egal, dann fange ich dich später nochmal. Das ist ja Schnurz.
Ich weiß ja, wo ich dich finde. So. Genau. Flatterhaar gegen Eisenhals, Kriechfliegel, Kriechflügel gegen Eisenfalter, Sandfell, genau. Gut. Pokeportal. Passwort. So. Da wir jetzt erstmal Riesenzahl gegen Eisenrad tauschen wollen, machen wir das Passwort 0376 und 0382. Ja. Wollen wir doch mal gucken. Perfekt. Tausch. Dann hätten wir auch schon mal die Pokémon. Von Julia. Kann ich schon mal hoch runter scrollen zu den jeweiligen Pokémon. Eisenrad ist erledigt. Flup. Okay. Nächstes. Ich brauche 0377 für 0383. Geht ja relativ schnell. Cool, Tauschpartner gefunden. Bitte warte einen Moment. Verbindung wird hergestellt. Oh, ein Wiederwahl. Perfekt. Ich kann sie abhaken. Hot the Fair. Okay, Linktausch. Passwort festlegen. So, welche brauche ich denn jetzt? So. Achso, das ist extra nach Reihenfolge hier gemacht. Das fällt mir ja jetzt erst auf. Okay.
0378 mit 0384384. Bis jetzt habe ich die Tauschbande ja relativ schnell gefunden. Zum Spielplan ist fehlgeschlagen. Bitte führe alle Schritte noch einmal durch. Hallo. Ja. Wutpilz. Tausch. Also wir wissen, dass das die Zukunftsform von den jeweiligen Pokémon sind. Oh, ein Japanisch. Oder vielleicht so. Ist auf jeden Fall aus dem asiatischen Raum. So. Dann kann ich dich nämlich auch abstreichen. Perfekt. Japan. So, neues Passwort. 0379 dann dementsprechend für Flatterhaar. Und 0385 für Eisenhals. Die paar machen wir noch. Ich kann jetzt nicht antworten. Was? Wie bitte? Perfekt. Wieso habe ich mir eigentlich nicht zwei davon gefangen? Das sind doch geile Namen, Freunde. So. Eisenhals. Markiert. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. So, drei Pokémon haben wir noch vor uns.
Jetzt brauchen wir allerdings 380 und 0386. Kriegsflügel. Für ihn. So, kann ich ihn eigentlich auch schon mal abhaken. Auch wieder aus dem asiatischen Raum. Wenn ich jetzt noch eine Nachricht schreiben könnte, ne, wäre es geil. Dann hätte ich gefragt, hast du auch noch Eisendorn und Eisenkrieger? Okay. Aber jetzt brauche ich die 300. Ups, ein zu weit. Für 0387. So, Sandfell für Eisendorn. Aber das wäre doch das perfekte Design für Despotar gewesen. Von Typ Stahl. Aber es ist das Gestein Elektro. Warum? Es hätte wunderbar Gestein und Stahl sein können. Okay, und nun zum letzten. 397 mit 0398. Okay. Tausch. Verwendung wird hergestellt. Oh, Terra-Typ Unlicht. Oh, ein Status ist sogar sensationell.
Wenn man schon vorher rausfinden könnte, was das für eine ist, ne? Gut, aber dich habe ich auch. Perfekt. Perfekt. Cool. Und dann würde ich sagen, können wir die Folge hier auch beenden. Was sagt eigentlich mein Pokédex? 179 schon. Ein paar Tauchbälle. Nächstes Mal gibt es wieder so einen Staub. Alles klar. Okay, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Auch gerne einen netten Kommentar. Würde mich riesig drüber freuen. Ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr mich auch gerne mit einem Abo auf den Kanal unterstützen. Das tut nicht weh, kostet nichts. Vergesst dabei aber natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video, was YouTube euch vorschlägt. Und rechts ist die Playlist zu Pokémon Karmesin. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.